Damit willkommen zurück bei einer neuen Folge von Let's Play Rise of Tomb Raider. Wir sind hier in der Empfangshalle von Kitesh oder zumindest einem Heiligtum davon. Denn hier ist die Geschichte vom Propheten niedergemosaikt, niedergeschrieben. Was ziemlich cool aussieht. Ich mag ja diese Glitzersteine. Oh, es glitzert so schön. Ich bin eine Elster. So, hier liegt Geld zu Füßen. Ich glaube, das braucht er nicht. Können wir mitnehmen. So. Wir schauen uns natürlich in jedem einzelnen Winkel um. Denn hier könnten ja Schräubchen versteckt sein. Ja. Ich frage mich, wer diese Kisten dahingestellt hat. So. Sieht sehr imposant aus. Ist hier noch was? Nope. Hier ist nichts. Hier ist denn noch was? Auch das nehme ich sehr, sehr gerne mit. So, ich glaube, darunter müssen wir. Denn von hier vorne kommen wir. Ich weiß nicht, von wo wir kommen. Ich gehe einfach mal hier lang. Ja, von hier sind wir gekommen. Vielleicht ist ja aber noch was. Weil keiner geht ja davon aus, dass die nochmal zurückgehen oder auch nicht. So. Sieht schon ziemlich cool aus. So, und ich habe es immer noch nicht gemacht. Ich habe immer noch nicht den Ton ausgemacht. Also das mit den heimlichen Screenshots ist leider immer noch nicht der Fall. Was ja auch nicht schlimm ist. Ich denke nicht, dass es ein Wunder, dass das hier alles noch steht. So sehr stört. So. Ui. Die Kunstfertigkeit ist trotz der Schäden atemberaubend. Ja, hübsch. Wunderschön. Okay, wir nehmen Anlauf und... Hep. Ui, puh, ha. Da habe ich nicht A gedrückt. Passiert. So, und wieder mal heißt es baden gehen. Aber das ist keine ekelhafte Jauche, da kann man schon mal... So, wie war das da schon mit dem Springen? Stauchen? Wie tauchen wir gleich nochmal? Ah, so. Era. Ui, 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 ui. Geht's hier weiter? Ich hoffe doch. Okay, weiter geht's, würde ich sagen. Links, rechts, links und rechts, links und rechts. Ich weiß es nicht. Aber so lange kann Lara ja nicht die Luft anhalten, oder? Und warum sind wir immer noch voller Blut? Ich meine, wir sind ja unter Wasser. So, das verschwindet gerade ganz langsam. Ja gut. Weil, wenn man, wie ihr weiß, wenn man unter Wasser ertrinkt, blutet man aus dem Auge. Weiß jeder und das ist auch total logisch. Denke ich? Nein, ist eigentlich nicht logisch. Und wir kommen jetzt... Vom eiskalten Gletscher in eine Oase? Warte. Geothermales Tal. Okay, das erklärt natürlich ein bisschen was. Geothermal, das heißt, hier kommt Erdwärme nach oben. Hier ist eine Dose. Das ist ein totaler Unterschied. Zu dem, wo wir gerade waren. Ich will aber nicht unbedingt da reingehen jetzt. Ich glaube, das ist nicht so geil. Auch wenn es warmes Wasser ist, aber irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass es ziemlich heiß ist. Und warum stehen hier überall Pfeile und sowas rum? Ich meine, okay, Pfeile verstehe ich. Aber diese Munitionskisten. Na gut, wenn die Russen hier waren. So, wir gehen mal nach oben. Wie cool sieht das denn bitte aus? Total anders. Kein Vergleich zum Anfang des Spiels. So. Wow. Das sieht echt cool aus. Da
Das sieht wirklich, wirklich imposant aus. Ich glaube, ist das hier Kitesh? Ist das hier Kitesh? Ich weiß es nicht. Ja, ich habe wieder ein Screenshot gemacht. Ganz genau. So. Okay, wir gehen ja mal nach unten. Ich weiß noch nicht, wo das hinführt, aber wir rollen einfach. Also wir rutschen einfach mal nach unten. Hui. Ich befürchte Schlimmes. Oh mein Gott. Wir sind hier nicht allein. Bleib sofort stehen. Ach, guck mal, die kennen wir doch. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Du weißt, ich bin nicht von Trinity. Warum sollten wir dir glauben? Ich bin mit einem von euch geflohen. Der Mann hieß Jacob. Wo ist er jetzt? Wir waren zusammen, wurden aber in den Minen getrennt. Sie hat ihn umgebracht! Nein! Nein, 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 nein! Jacob würde niemals einer Fremden trauen. Bitte, hör doch, ich bin nicht euer Feind. Ich hab dich gewarnt, du hättest abhauen sollen. Sophia! Es reicht! Warte! Ich dachte, du wärst tot. Ich bin froh, dass Sie es geschafft haben. Vergeben Sie, Sophia, es ist... Vorsichtig. Vorsichtig. An ihrer Stelle wäre ich genauso. Was hast du herausgefunden? Trinity ist auf dem Vormarsch. Wir müssen uns vorbereiten. Sie? Es ist eine Freundin. Auf mein Wort. Dir wird nichts geschehen. Diese Ruinen. Die verlorene Stadt muss in der Nähe sein. Los. Uns bleibt nicht viel Zeit. Waffenlager vorbereiten. Sichert die Festungsmauern. Jetzt! Sie sind fast hier. Und in der Überzahl. Die Kinder und Alten sind am meisten gefährdet. Geht. Und bringt sie in die Katakomben. Macht die Feuer an. Das Tal muss alarmiert werden. Unglaublich. Wie cool. Sophia. Sammle unsere Krieger und triff mich dann oben im Dorf. Geh nicht wieder weg, Vater. Es gibt viel zu tun. Wenn wir nur mehr Zeit hätten. Später. Ich tue, was ich kann, um zu helfen. Ui. Kampfvorbereitungen, untersuchen Sie das Tal. Das mache ich sehr, sehr gern. Es regnet, aber schaut euch doch mal bitte obala, die Umgebung an. Sieht ja mal sowas von cool aus. MP-Komponente, 3 von 4. Wow. Nimm es versteckt. Wir berauben die einfach erstmal. Die sind alle in der Vorbereitung und wir klauen erstmal die ganzen Sachen zusammen. Ui, Wildschwein. Sehr schön. Ein totes Wildschwein. Du. Geh zum alten Funkgerät und bring den Generator zum Beispiel. Okay. Neues Basislager entdeckt. Talgehöft. Jo. Sehr schön. Ich guck mich hier erstmal um. So. Hier geht's irgendwie rein, theoretisch. Ja, natürlich. Ja. So. Ui. Wirklich, wirklich cool. Guck mal, die bauen hier sogar Kürbisse an. Wie cool ist das denn? Es regnet. Was natürlich die ganze Situation hier nicht gerade einfacher macht. Okay, wir gucken uns hier um. Vielleicht ist hier in den Ecken noch irgendetwas. Irgendwelche Reliquien. Ja, aber wir kennen das Tal. Wir nutzen die Ruinen und den Wald zu unserem Vorteil. Ich bete, dass du recht hast. Ja, ich mach mit. Ich helfe euch. So, hier ist ein Lager. Da setzen wir uns natürlich erstmal ran. Achso, Larry. Und seine Leute sind zäh. Das muss man ihnen lassen. Trinity ist auf dem Weg. Sie könnten Hilfe gebrauchen. Ja. Und dieser Atlas auf dem Wandbild. Wenn er wirklich eine Karte der Ruinen ist, muss ich ihn vor Anna finden. Wenn ich versage, waren alle diese Tode vergebens. Das will ich nicht auf dem Gewissen haben. Ja, ich auch nicht. So, Fähigkeiten haben wir ein. So, was machen wir? Was um Himmels Willen machen wir?
Intuitiv. Ihre Überlebensinstinkte zeigen Relikte, Dokumente, Monolithe. Erhöht die Größe und Dauer der Giftwolke, die durch Giftpfeile erzeugt wird. Das können wir eigentlich alles noch machen. Wir nutzen die Sachen viel zu selten. Dreifachschuss, Bogenexperte, Pistolenexperte, Gewehrexperte. Ich nehme erstmal das. Ich hoffe, das war eine gute Wahl. Ich weiß es nicht genau. Waffen-Upgrades. Wir haben jetzt diese Komponenten. So. Ja, das dauert mir zu lange mit Nachladen. Ich finde es mit dem Sturmgewehr gar nicht so schlecht. Schussfrequenz können wir sogar noch erhöhen. Sehr, sehr schön. Eine Metallhülle schützt den Anwender vor einer erhitzten Lauf. Schnelleres Nachladen. Ein größeres Magazin. Oh ja, bitte. Größeres Magazin ist immer gut. Am Bogen kann man auch noch was machen. Am Kabellenbogen. Gewachste Sehne. Zielgeschwindigkeit. Ja, auch das nehmen wir mit. So. Wir könnten uns eigentlich auch mal wieder umziehen, aber wir lassen das erstmal. Ich finde, das ist schon sehr stimmig, das Outfit hier. So. Hier könnte noch was sein. Oder auch nicht, aber hier ist noch was. Diese Vase muss einmal sehr schön gewesen sein. Ja, ist doch aber noch jemand schön. Hat sie mit Löchern versehen und mit Erde gefüllt. Sie diente wohl dem Pflanzen von Setzlingen. Wow. Ja, gut. Warum man eine so schöne Vase kaputt macht, ist mir nicht so ganz logisch. Aber die Leute werden sich da wohl was gedacht haben. Denke ich mal. Oder? Ich weiß gar nicht, was ich eigentlich machen muss. Mit ihr muss ich reden oder da muss ich hin. Das heißt, ich kann mich hier drüben getrost noch ein bisschen umsehen. Ich möchte jetzt noch nicht in der Hauptquest weitermachen. So. Ich will nichts irgendwie triggern oder so. Das ist alles zu. Und wir haben hier noch nichts, mit dem wir das aufmachen können. Ich glaube, die Ausrüstung werden wir noch bekommen, weil, wie wir sehen, links fehlt noch irgendwie was. Bestimmt eine Schrotflinte oder sowas. Dass wir solche Sachen aufschießen können. Aber ich denke, das bekommen wir auf jeden Fall noch. Hühnchen! Ich grüße Sie. Vorsichtig damit. Ich wollte doch nur das Hühnchen jagen. So, kann ich mit dir reden? Wie haben Sie hierher gefunden? Was Kompass. Bringt Sie hierher? Tui-Reisen. Für die Schlacht wollen. Brauche mehr Feuerholz. Ich habe jede Menge geschlagen. Passiert denn hier so ein Hühnchentöter? Stacheln gehen schneller als Breitspitzen. Yay, guck mal, ich hab ein Hühnchen getötet. Heute gibt's Chicken McNuggets. So eine Feder aus so einem ganzen Hühnchen, eine einzige Feder. Hallo. Hi. Sie sind Jacobs Gast. Ja. Wenn Sie irgendwie helfen wollen, weiter unten am Weg werden gerade die Wachtürme repariert. Nichts für ungut, aber. Bis später. Ciao. So, ich lese erstmal das Tagebuch von euch. Ich hoffe, das ist okay. Noch ein schwieriger Winter für mein Volk. Mittlerweile gibt es mehr Tode als Geburten. Und die Jüngsten werden mit der Zeit immer rastloser. Ich sehe, wie sie in den Himmel schauen, wenn ein Flugzeug über uns hinwegfliegt. Voller Erstaunen und Sehnsucht. Sie stehen noch immer für unsere Sache ein. Aber ich spüre, dass Veränderungen nahen. Das Ende unserer Lebensweise steht bevor. Die letzten Invasoren sind schon fast vergessen. Aber andere werden den Weg in unser Tal finden. Wir sind an das Schicksal dieses Ortes gebunden. Auf Gedeih und Verderb. Hm. Jacob füllt seine Position hier mit Stolz und Verantwortungsbewusstsein aus. Hm. Hier unten geht's irgendwie weiter. Ist noch irgendwas, was ich mitnehmen kann? Ich würde gerne die Leute hier beklauen. Was total sinnvoll ist, denn wir wollen ihnen ja eigentlich helfen. So, wo muss ich hin? Darüber muss ich. Okay, hier ist noch eine Kiste, die wir mitnehmen können. Das brauchen die Leute doch eh alles nicht. Ich schicke das einfach alles in meine Hosentaschen. Nimm bitte auch einen Kürbis mit. Falls ich mal spontan Hunger bekomme, kann ich an dem Kürbis dran rumlutschen. Wo muss ich theoretisch hin dahinter? Das heißt, ich kann hier mal in den Füße hüpfen. So. Ob ich das schaffe?
Okay, Hey, das lässt schon mal nach unten. Na ja, ich gehe erstmal nach oben. Ich bin gerade so blöd zum Tauchen. Okay. So, was gibt's hier so schön? Ich hab gesagt, dass sie kommen würden. Ah. Wir haben uns nie von den Sowjets erholt. So. Sie haben sich nicht von den Sowjets erholt. So, hier ist noch ein Tagebuch, oder? Yo. Ich habe heute einen Fehler gemacht, der zu weiteren Fehlern führen könnte. Ich habe Zeit mit Alia verbracht. Obwohl ich es bisher vermieden habe. Sie erinnert mich an meine geliebte Sophia, die ich längst vergessen zu haben glaubte, und lässt mein Herz höher schlagen. Sie trübt mein Urteilsvermögen, selbst wenn sie nicht bei mir ist. Ich klinge wie ein Kind. Dabei liegen diese Tage lange hinter mir. Ich muss diese alten Gefühle begraben und mich eine Weile von meinem Volk trennen. Jacobs Pflichten bedeuten, dass er sich absondern musste. Er musste objektiv sein. Okay, er wollte keine Geliebte haben. Sprachkenntnis erhöht, denn er hatte eine Frau, die es nicht mehr gibt, die Sophia. Warum, kann ich nicht sagen. So, hier ist eine Hütte, mit der wir nichts machen können. Sie ist halt einfach nur da. So, was haben wir hier noch so Schönes? Ein Wasserfall. So, da drüben sind noch ein paar Ruinen. Beziehungsweise, ja doch, ich denke, das sind Ruinen. Kinder, ihr dachtet, Lesen lernen sei unnütz und hätte nichts mit der Jagd zu tun. Das ist eure erste Lektion. Alles ist miteinander verbunden und ich habe immer recht. Die Schlauen unter euch, die ihren Irrtum eingesehen haben und dies lesen können, erwartet nun die erste Aufgabe. Spürt eines der kleinen Tiere des Tals auf und bringt mir sein Fell. Hasen sind überall anzutreffen, bei Tag und Nacht. In unserem Tal sind sie braun und in den Bergen schneeweiß. Eichhörnchen bleiben meist auf den Bäumen. Regen treibt sie in ihre Baue. Und wenn ihr Ratten sucht, schaut in den Ruinen oder bei den Ruhestätten der Toten vorbei. Aber bitte bringt mir keine Ratte. Unterweisung der Meisterjägerin von Jacobs Leuten. Okay, also die Kinder sollten trotzdem lesen lernen, was ich gar nicht so blöd finde. So, hier kann ich bestimmt irgendwas abschneiden. Kann ich das abschneiden? Das bringt mir doch... Hängen gelassen, schneiden sie alle Kaninchen los. Ruby. Aber das bringt mir Fell. Das ist sehr gut. So, da hab ich doch mal ganz mal... Vielleicht gibt's hier noch irgendwas. Ein paar Kaninchen oder so. Oder noch ein paar Aufzeichnungen. Aufzeichnungen? Bitte? Danke. Hier ist eure heutige Lektion. Bringt mir ein Tier mit Federn. Die Vögel in unserem Tal fliegen meist am Tag und nisten in der Dunkelheit. Weiter entfernt gibt es auch Möwen und andere Arten. Diese Vögel wären für die heutige Lektion ausreichend, wenn auch die faule Lösung. Die Ehrgeizigen unter euch sollten sich zwischen Morgen- und Abenddämmerung in die hohen Lagen begeben. Ein Bussard würde mich schwer beeindrucken. Und bevor ihr fragt, die Hühner in unseren Dörfern kamen mit unseren Vorfahren her. Mit einem zahmen Vogel vom Hof eurer Mutter erfüllt ihr die Aufgabe also nicht. Ah. Okay. So, hängen gelassen. Sind hier noch irgendwo kleine Häschen zu sehen? Da drüben ist ein verstecktes Grab. Das sehe ich an diesem komischen Fee, also an diesem Dingelchen da. Was passiert, wenn ich das hier mache? Ach, jetzt bin ich... Ach, blöd. Nochmal, Versuch Nummer 2. Ja. Hep. Und wieder zurück. Hui. Und jetzt? Das schaffe ich doch niemals, den Sprung darüber. Ach, ich glaube, ich kann an diese Wand darüber springen, die so ein bisschen rau ist. Bringen wir es mal aus? Nee, kann ich nicht. Hm,
Was bringt mir das also, dass ich rüberspringen kann? Na egal. Wir lassen das einfach mal so stehen. Gucken mal hier rüber. Help, in das strömende Wasser will ich jetzt nicht unbedingt rein, aber hier ist ein optionales Herausforderungsgrab, was wir uns in der nächsten Folge einmal anschauen werden. Danke, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Tschüss.